So, hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Freitag. Ja, ich darf nochmal ein schönes Wochenende wünschen, einen guten Start ins Wochenende und ich will hoffen, ihr hattet eine angenehme Woche. Hatte noch wieder ein oder andere Hochwasser gegeben. Bei uns in der Gegend hat es eine kleine Explosion gegeben, die wohl noch kilometerweit zu spüren gewesen ist, also unglaublich. Es endet irgendwie im Moment nicht die Katastrophenmeldung. Moment, wir könnten mal eben schnell hier, bevor wir jetzt hier den wieder losschicken, zur Ranch. Und könnten nochmal eben schnell aus dem anderen hier auch nochmal eben schnell ein paar auslagern, weil auch hier haben wir ja noch eine ganze Menge Holzstamp. Ja, haben wir eine ganze Menge Bretterpaletten, muss man feststellen. Alter Schwede, ey. Haben wir Bretterpaletten. Wenn die anderen Lager auch mal so voll wären. Aber wir haben auf jeden Fall auch genügend Leerpaletten jetzt hier produziert. Also da muss ich sagen, das funktioniert echt wunderbar hier. Und das hier ist auch voll. Oh Freunde, hier ist alles voll. Alles full hier. Full House. Full House im Holzstammlager. Würde ich mal so sagen. Oh, jetzt hänge ich hier in den Paletten drin. Ja, dann machen wir hier. Starten. Wupp. Was jetzt hier? Kommen wir jetzt hier auch rein? Nö, ne? Ah ja, klar. So, dann gehen wir mal hier rein. Was soll's? So, Holzstammlager. Nehmen wir das Holzstammlager hier. So, da haben wir nämlich, sehe ich schon hier, da. Full, da geht ja nichts mehr. Obwohl wir hier noch Baumstämme drin haben. Also, hier Maximum. So, dann kann er hier wieder produzieren. Eieieiei. Und wir können mal ein paar Liter hier rüber tun. Ja. So, hier wupp. So, wir sind ja direkt bei Feld 19, also von daher, ja, direkt eine Quelle hier. Ich habe auch gerade gesehen, irgendwas hat hier nicht funktioniert. Irgendein hier, ich glaube, auf Feld 25, der Kollege ist da hingefahren, aber er startet. Er wollte nicht starten. Ich starte nicht. Ich stelle mich da quer. Ich mache nicht, was der Andy will. Nee. So leicht marscht dem das nicht. Ja. Und daher, ja. Musste ich mich nicht wundern, dass das Ganze nicht funktioniert. Hat er da noch nicht, oder, ne? Ja. Er stand da nur rum. Er stand da nur dumm rum und machte nichts. Also von daher bin ich jetzt mal gespannt, ob er jetzt irgendwas tut. Er sollte aber jetzt kalken eigentlich. Das ist zumindest sein Job. Ich weiß gar nicht, ob der auf Feld 23 schon angefangen hat. Habe ich da gar nicht geguckt. Ob das dann, wenn es jetzt funktioniert, oder ob ich jetzt da gleich auch wieder die Krise kriege. So, the next ones. Hä? Ach so, da hinten. Ah, okay. Sagen, hallo? Ja, ich komme hier. Ja, eben hier gedrückt. Aber jetzt zurück, okay. Ich glaube, ich muss die Einstellung nochmal hier ändern. Irgendwie gehen hier ein bisschen wenig Paletten drauf. Auf den Trigger. Da würde mehr gehen. So, jetzt fahren wir hier nur einen Quark. Ja, eine Runde dabei sein. Oh, Wahnsinn, der ist endlich mal angekommen an der Tankstelle Süd. Ich bin ja begeistert. Das hat aber lange gedauert, bis der da unten mal angekommen ist. Wahnsinn.
das hat er echt mal. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Warum nimmst du die Palette hier nicht? Was soll das denn jetzt hier? Was ist das jetzt für ein Blödsinn hier? So, Z. Oh, mal gucken gehen. Warum er denn diese Palette hier nicht nimmt? Hey, nimmt er nicht. Aus, ah doch, jetzt nimmt er so. Alles weg jetzt, ne? Ja, wunderbar. Alles weg hier. So, jetzt haben wir ja schon mal wieder 1,4 Millionen drinne. Wenn noch ein paar Hackschnitzel hier wahrscheinlich jetzt produziert werden, naja, 200.000 ist jetzt nicht so viel. Aber wir haben 600.000 Liter Hackschnitzel, die müssen wir langsam mal Service wieder auffüllen. Wie ihr seht, so, Bretterpalette, das habe ich auch deaktiviert. Okay, so, Leerpalette, ah, da ist noch Platz nach oben. Hier haben wir, ach, hier haben wir einen Megaplatz nach oben. Da haben wir noch, ach. Ach, the Wood Pallets, ach, da, ah, da. Fällt mir alles wieder ein, echt. Immer dann, wenn ich im Spiel bin, fällt es mir ein. Ach, da war da noch was. Da wolltest du noch was ändern. Oh, ja. Wieso ist Toilettenpapier hier deaktiviert? Was ist das denn hier? Warum ist denn hier alles deaktiviert? Habe ich keinen Service mehr? Nee. Hä? Warum ist denn jetzt hier alles deaktiviert? Das muss ich jetzt auch nicht irgendwie verstehen, oder? Was fehlt denn hier für... Ach, da sind keine Leerpaletten... Oh. Alter Schwede. So, also. Sollen wir eben schnell hier rüberfahren und ein paar Leerpaletten hier holen gehen. Und müssen die mal eben schnell hier rüberbringen. In die Produktion. Ich würde jetzt sagen, ich fahre mal eben schnell hier rum. Ist der einfachere Weg. So, ich würde mal sagen, wir nehmen mal so 10 Paletten. Will er nicht. Oh, auch gut. Auch gut. Auch gut. So, noch mal eben schnell gucken. Müssen wir relativ easy finden. So, da haben wir das Holzstammlager. Hier haben wir das, was auf dem, auf der Karte verbaut ist. Erkennt man immer daran, dass der Hintergrund der Karte dort zu sehen ist. Ja, hier habe ich das eine auch so gemacht. Hm, ganz toll. Hä? Haben wir zwei davon? Ah, nee, das eine ist die Schweinefutter, das andere ist die Kuhfutterproduktion. Daher gibt es da zwei Bilder von. Okay. So, hier haben wir ein Sägewerk, da haben wir doch. So, gehen wir hier auf Leerpaletten. Das ist das Einzige, was irgendwie so aktiv ist. Okay. So, wollen wir hier 10 Leerpaletten hier erzeugen. Danke. Dann gehen wir eben hier hin und sagen wir eben hier U. Komm, jetzt sind da hinten hier eine Palette auch noch, ey. Jetzt stellen wir nicht so an hier. So. Warum auch die Papierpaletten hier überall rumfliegen, das verstehe ich auch noch nicht. Ja, also normalerweise sollte das eigentlich funktionieren. Also da muss ich nochmal gucken, warum die Animation da nicht so funktioniert. Habe ich aber bis jetzt komischerweise keine Fehlermeldung zu bekommen, dass das nicht funktioniert. Also entweder arbeite ich nicht mit meinen Produktionen oder mit... Keine Ahnung. Aber ja, habe ich bis jetzt keine Fehlermeldung. Also das Einzige, was ich eine Fehlermeldung habe, ist aus der Produktion. Da funktioniert irgendwas beim Sägewerk wohl nicht. Ja, aber das ist auch alles. So, jetzt sollte eigentlich auch das Sägewerk wieder laufen. Und wieder Produkte produzieren. Was haben wir denn hier? Da haben wir doch. Da haben wir doch. So. Ja, geht doch. Geht doch. So, Pellets ist aus. Alles gut. So. Sehr schön. Würde ich sagen, fahren wir mal den Kollegen jetzt hier runter. Zur Ranch-Einfahrt.
Sondern auch hier habe ich ein bisschen den Kurs geändert, damit er hier ein bisschen länger gerade fährt, damit er halt eigentlich hängen bleibt hier mit diesem langen Gefährt. Habe ich das da geändert. Deshalb fährt er auch hier so langsam. Aha, der ist Kalk am Holen. Was ist mit dem hier? Wo bist du denn hier unterwegs? Auf welchem Feld? Aha, okay. Welcher ist das jetzt hier? Der links oder der rechts? Ach, das ist der, der eben die Mucke gemacht hat. Ah, da bin ich mal gespannt. So, das ist der Milchmann. Mit dem hat man gerade Wasser geholt. Okay. So, das ist der auf Feld 25. Warum war er jetzt nicht tanken? Oh, Alter. Bis wie viel Liter willst du dann warten, bis du tanken fährst? Oh. Aber das wäre ja typisch gewesen. Andy hat wieder rausgeschickt, ohne zu gucken, wie voll ist der Tank. So. Wir hatten aber dann noch einen zum Kalken losgeschickt, oder? Wir hatten noch einen losgeschickt. So, jetzt sind wir erstmal hier bei Feld. So, und hier kann ich immer noch nicht verkaufen. Das geht immer noch nicht. So, also. Da muss der Andy sich mal eben schnell hier auf die To-Do-Liste schreiben. So. Das haben wir schon mal erledigt. So. So, dann wollen wir mal hier gucken. Muss ja gerade aufschreiben, weil ansonsten vergesse ich ja wieder. Okay, dann wollen wir mal gucken. Also ich meine, wir haben einmal einen Kalksteuer losgeschickt, also zwei hier Feld 19. Das wäre ja klar. So, dann haben wir einen auf Feld 25 geschickt, den haben wir ja schon gesehen. So, dann haben wir noch einen hier auf Feld 23 geschickt, der steht hier. Der steht hier. Das ist ja schon mal interessant. Hä? Was ist das denn jetzt? Hallo? Okay, der steht hier. Und was hat der jetzt für ein Problem? Der ist auch leer. Hat er jetzt auch das Problem, dass er jetzt hier kein... Hä? Alter, ernsthaft? Das ist doch geändert. Alter Schwede. Da ist er hier. Fahrtfindung 3.0. Ist auch alles richtig da eingestellt hier. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, also. Und er kann keinen Weg berechnen. Alter, guck mal, die Linie ist da vorne. Die sieben Blinden im Krückstück. Was musst du da berechnen, großartig, ey? Boah. Ey, weiß ich nicht, was das ist. Wirklich. Ich kümmere mich da jetzt mal einen Augenblick nicht drum. Also ich weiß nicht, was das ist. I don't know. Fahren wir hier raus. Da vorne ist der Wasserträger. Gehen wir noch eine Runde Wasser holen, damit wir hier wieder ein bisschen Wasser hier drin haben. So, wenn man da drüber fahren lässt, dann sieht man den Träger nicht mehr. So, ganz witzig. Alter, hey, das sind ja echt Dinge hier. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Also, das ist mir alles jetzt eine Nummer zu hoch hier, was hier gerade läuft.
Also das heißt, wir brauchen also Hafer, wir brauchen Mais. Wir brauchen Mais für Häckselgut. Also wir brauchen auf jeden Fall 2 Felder mit Mais. Das ist schon mal sicher. Und wir brauchen einmal Mais zum... Ja, okay. Weil da bin ich irgendwie stehen geblieben, dass ich das noch nicht gemacht habe, mir mal Gedanken dazu gemacht habe. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. So, aber hier, zack, zack. Schnell gucken, Prayer steht immer da. Echt unglaublich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Echt. I don't know. Was macht der? Wo will der denn hin, hier der Kollege? Er fährt zu Feld 25. Da hat er aber mal einen Weg. Alter, jetzt fährt er ja hier über den Highway, um dann von hier aus. Wie will er denn jetzt da rüberkommen? Hier über Feld 18 oder was? Kann das sein, dass ich das hier noch nicht geändert habe, dass das hier eine Nebenstrecke ist? Ah ja, okay. Da muss ich nochmal gucken. So. Also, das heißt... So, die Doppelleitplanken, die hier waren, habe ich mittlerweile auch entfernt. Und so. Da können wir immer noch nicht. Was ist denn hier los? Warum steht der denn? Hä? Warum steht der jetzt hier? What's the problem? There's nothing. Hä? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, was er jetzt hier für ein Problem gerade hatte, oder? Das muss ich jetzt hier auch nicht so ganz verstehen. Sitzt der Baum zu nah, oder was? Auf einmal ist der Baum zu nah. Auch hier stehen. Warum? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wirklich. So, der ist auf dem Weg zurück. Das sieht schon mal gut aus. So, das ist der zu Feld 25. Tanken war immer noch nicht. Ganz toll. Echt ganz toll. Läuft hier, würde ich sagen, Freunde. So, lassen wir uns noch ein paar Gedanken machen. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Feld 11. Wie ist überhaupt der Status auf Feld 11? Es ist gepflügt. Das heißt, dann müsste es auch gekalkt sein. Und da muss es auch gedüngt. Ja, okay. Da könnte man nochmal eine Düngerstufe ausbringen. Okay, okay. So, das schon mal das. I don't know. Echt. Muss jetzt echt mächtig hart überlegen gerade. Also Feld 11. Ja, dann haben wir hier oben noch die Felder. Jetzt sollen wir mal gucken, was ist denn hier oben auf den Feldern drauf gewesen? Können wir da gucken gehen? Sehr schön, geht doch. So, hier war drauf Wurzelfrucht, Wurzelfrucht.
das heißt, wir müssen eben schnell hier in unserem schlauen Kalender hier nachgucken. Was war das jetzt hier noch? So, Seasons Menü, da haben wir doch. So, Fruchtreihenfolge. So, jetzt haben wir, also das heißt Wurzelfrucht, Wurzelfrucht, zweimal hintereinander. Ist ja sehr schlecht. So, Zuckerrüben. So, dann nehmen wir mal anderen mal Kartoffeln, ist ja eine Wurzelfrucht. So, ah nee, das ist eine Hülsenfrucht. Okay. So, Kartoffeln. Kartoffeln sind Kartoffeln, ist keine Wurzelfrucht. Okay. Das wäre ja auch mal witzig. So, okay, Wurzelfrucht, Wurzelfrucht. So. Das heißt, wenn wir da jetzt Weizen drauf machen, dann ist der Ertrag ja echt üppig. 0,95. Oh mein Gott. So, Baumwolle ist 0,5. Raps wäre 1,2. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Das heißt, oh Gott, wir müssen da oben Raps drauf. Aber warum? Achso, weil es eine Ölsaat ist. Ah, okay. So, das heißt aber, wir könnten im nächsten Schritt dann da drauf Baumwolle machen. Gut, das ist auch nicht ganz so prickelnd, aber gut. Dann könnten wir danach Gerst wieder drauf machen. Hätten dann auch wieder einen guten Ertrag. Gut, das heißt also, wir werden auf Feld 1. Moment, Feld 1 sind wir hier oben, ne? Feld 1, ja, genau. So, auf Feld 1 werden wir jetzt Raps machen. Ja. So, das heißt. Raps. Okay, so, dann wollen wir mal gucken, Feld 2 und 3. Jetzt ist na klar das Problem, dass wir dort auf Feld 2 und Feld 3 so, hier rüber gehen, schnell. Ja, ist die richtige Richtung. Also das habe ich nicht berücksichtigt, dass der Punkt da schwarz ist, wenn man hier eine dunkle Farbe hier für die Felder nimmt. Da habe ich nicht so bedacht. Oh, naja, egal. Frucht hat gekeimt. Hä? Achso, ja, klar, Ölrettich. Ölrettich habe ich hier drauf gemacht. So. Vorletzte Frucht Hülsenfrucht, dann letzte Frucht Gras. Okay, das heißt, wir gehen nochmal ins Seasons-Menü. So, wir hatten Hülsenfrucht, ja, ne? Ja, genau, Hülsenfrucht. Hülsenfrucht ist Sojabohnen, glaube ich. Ja, genau, Sojabohnen. So, und dann war Gras da drauf. Mal gucken hier, Gras. Sub, Mohammed, Pappelgras, so. Okay, so, wenn wir jetzt Weizen, ne, wir brauchen Hafer, ne? Genau, wir brauchen Hafer oder Dinkel. Obwohl, den Hafer würde ich eigentlich gerne hier unten. Baumwolle 0,90, das ist ja auch nicht so der Burner, muss ich auch mal ehrlich sein. Da hätte ich mir jetzt noch was anderes gewünscht. So, Sonnenblumen, das wäre auch nicht schlecht. Ja, dann machen wir da noch Sonnenblumen, ist zwar jetzt nicht unbedingt so der Bomben. Aber hier, wenn wir da Mais drauf machen, das wäre ein Knaller, ey. Okay, dann nehmen wir Mais da. So, und das heißt, als nächstes können wir dann hier Baumwolle drauf machen. Dann haben wir hier bei Baumwolle 1,14. Gut, das ist auch ein Plan. Das heißt, so, eben schnell mal gucken. Mais, genau. Auf Feld 2, 3 machen wir jetzt Mais drauf. Dann wollen wir uns mal das nächste Feld hier angucken. So, Feld 2, 3, danach haben wir ja nichts mehr, ne? Genau, das ist ja dann so mal fertig. So, das heißt, so, aha, wir müssen mal eben schnell gucken, was ist denn hier hinten auf dem Feld 3 drauf gewesen?
Getreideölsaat, ne? Ob das mal so bombastisch wird, dann. Oh. Ja, am besten wäre eigentlich, das brach liegen zu lassen. Wie viel Zeit haben wir dafür nicht? So, Feld 8. So, vorletzte Frucht war Brachland, dann haben wir Getreide erbt. Okay, das ist ganz doll. So, das heißt, gehen wir mal hier zurück. So, was war das? Brachland und dann haben wir Getreide gehabt. Ja, so. Und das heißt, als nächstes müssten wir dann entweder Gras darauf machen. Würde sich Baumwolle anbieten da oben. Auf Feld 8. Obwohl, das ist eigentlich nicht so the attention. Aber wir können auch hier Raps nehmen. So, jetzt wollen wir gerne noch mal was gucken. So, wollen wir hier pflanzen. So, Raps. Der war, glaube ich, Aussaat frostbeständig. Jung hoch. Also, das ist hier genauso wie Weizen und Hafer. So. Ölrettich auch. Gras, Karotten eher nicht. So, Roggen, Dinkel. Wir könnten auch Dinkel und Hirse da drauf machen, ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau, dann würde ich mal gerade mal gucken. Ah, das war jetzt wieder super von mir, oder? Hm, jetzt sehen wir mal. So. Fruchtreihenfolge. Ah ne, das geht aber nicht, ne? So, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Kartoffelchen, Pappe, Roggen, Dinkel. Wäre nicht so gut. Also, das heißt, wir bleiben bei unser... Was habe ich jetzt eben gesagt? Was wir da drauf machen wollen? Mais wäre jetzt auch nicht so gut. Ach, Raps, ne? Raps war das, genau. So, das heißt, auf Feld 8 machen wir auch Raps drauf. So. So, Aussaat. Also heute ist mein... Merk schon, mein Gedächtnis wieder super. Klick nur eben weg und schreibe und da war das schon wieder. So, ja, und das auch schon mal hier. Das heißt, dann müssen wir uns mal daneben das Feld angucken. Das sind nämlich 6 und 7. Das heißt, wir sind in die Richtung. Gut. Steht hier nicht? Ach, hier habe ich schon. Okay. So, Feld 6, 7. Hier haben wir Kartoffeln und Getreide drauf gehabt. Das ist ganz toll. Das ist eine super Kombi. So, und hier haben wir Hülsenfrucht und Brachland. Das ist auch wieder... Oh Gott, ey. Obwohl, jetzt müssen wir eigentlich eine Saison Brachland hier haben. Wir haben jetzt eine Saison Brachland und ja, Kartoffeln oder Hülsenfrucht ist ja eigentlich auch egal. So, Seasons Menu. So, Brachland. So, Moment. Machen wir hier Hülsenfrucht. Da haben wir sie. So, und jetzt eine Runde Brachland. So, und jetzt gehen wir hin und machen hier Weizen. Hafer. Brauchen auch Stroh, ne? Ja, das wäre egal. Mit Hafer würde man das ja auch bekommen. Mit Hafer würde man das auch bekommen. Genau, Hafer würde man da auch bekommen. Also machen wir da Hafer drauf. Auf Feld 6, 7 machen wir eine Aussaat von Hafer. Leute, ich kann nicht mehr schreiben. So, dann haben wir Hafer und Mais schon mal. So, dann haben wir noch Feld 11. So, Feld 11.
So, und ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Also, das heißt, die Planung, wie es weitergeht hier, die müssen wir vertagen. Und ich sage danke für alle, die wieder zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns um 20 Uhr wieder. Bis dahin, schaut doch gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei. Danke nochmal für Kommentare, für viele, viele Dinge, die ihr tun könnt hier. Ich weiß, ihr macht immer reichlich davon Gebrauch. Ich bin raus und bye bye.